Die Gönner, die Mäzene, stolz sein dürfen. Und Sie alle, die von überall her Jahr für Jahr nach Luzern strömen, gönnen uns dies bestimmt und teilen, ich bin überzeugt, ein bisschen unseren Stolz. Michael Häfliger und sein Team haben mit dem diesjährigen Programm, das, wie Sie alle bereits wissen, unter dem Leitthema Nacht steht, den richtigen Stoff für viele traumhafte Feste geschrieben. Das Erweiterung des Angebots von Luzern Festival. In Kooperation mit anderen Luzerner Kulturanbietern, mit dem Luzern Theater, dem Kleintheater Luzern, dem Performance Center Südpol und, nicht zu vergessen, der kleinen Büvette Regina. Ein wunderschöner Ort. Hier ist mit den alljährlichen Konzertübertragungen schon eine richtige Tradition mit einem treuen Publikum entstanden. Viele Luzernerinnen und Luzerner, aber auch viele Gäste der Stadt, erleben so die Festivaleröffnung ganz anders als wir hier im Konzertsaal. Aber nicht weniger festlich. So begrüße ich nun auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Inseli herzlich zu dieser Festivaleröffnung und wünsche Ihnen einen schönen Konzertabend in freier Natur. Malerische kann dann mal das Kadace als bezüglichen Sinfonie wohl nirgends erleben, als es Ihnen heute Abend da draußen vergönnt ist. Morgen im Anschluss. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Intendant, sehr geehrter Herr Stadtpräsident, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen heute die Grüße des Bundesrates für diesjährige Luzern Festival zu überbringen. Im Sommer 2011 erkundet das Luzern Festival die Nacht in all ihren Facetten. Das Festival tut dies mit musikalischen Mitteln, indem er das Thema durch bedeutende Werke des weltweiten Musikschaffers beleuchtet. Und was uns erwartet, wird ohne Zweifel von höchster Qualität und Eleganz sein. Pedro Calderón de la Barca, ein hervorragender Dramatiker, hat sich in einem seiner bekanntesten Versdramen, La Vida es Sueño, das Leben ein Traum, auch mit einem zentralen menschlichen Aspekt der Nacht befasst. Auf Spanisch bedeutet Sueño träumerischen Sphären hinwegtragen. Meine Damen und Herren, genießen wir in den kommenden Wochen die wundervollen Klänge, die uns hier in Luzern erwartet. Von der Königin der Nacht über den Sommernachtstraum bis zu den Nächten in spanischen Gärten und den fünf Sternzeichen. Wünschen wir unseren Mitmenschen auf der ganzen Welt Nächte voller Träume und voller Musik. Ich wünsche Ihnen viel, viel Vergnügen. Danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.
Ja.